So, keine Ahnung, ob die jemand sich hier beseitigen müsste. Eieiei. Ah, das sind immer zu viele gewesen jetzt hier. Hier brauche ich eine rote Schlüsselkarte, okay? Das ist ja schön. Das ist schön, ich habe keine und ich habe auch viel zu wenig Leben. Also ziemlich zu wenig Leben. 3%, 1% Armor. Ich meine, da sehe ich 100 Leben da hinten in der Gegend herumstehen, aber ich darf kein einziges Mal getroffen werden. Das wird sowas von nicht funktionieren. Ich habe 8%, wow. Mensch, da mache ich gleich ein Fass auf. Eieiei. Ach, nö. Hör mir auf. War der eben auch schon da? Ja, ne? Ich meine, das sind sonst die Stellen, wo ich bei Half-Life gesagt habe, yo, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Aber hier finde ich es ein bisschen schwieriger, als bei Half-Life zu überleben, finde ich. Ich meine, ich könnte spaßeshalber einfach mal auf den nächsten sprechen hier. Wir haben ja genug Platz. Von rechts kommt erstaunlicherweise gar nichts gerade. Achso, weil wir da unten schon gewesen sind. Ach, verdammt. Ich dachte, das hätte noch gepasst. Offenbar nicht. Ach so. Ach, guck mal. Hallo. Keiner darf mich treffen. Hui. Ansonsten, das ist eine rote Schlüsselkarte. Und Leben. Leben und Rüstung. Meine Güte, wie schnell das sich wechseln kann hier. Wie schnell das sich ändern kann hier. Mit den Lebensgewohnheiten. Wenn man die so nennen möchte. Wo war das mit dem Roten? Hier ist gelb. Rot war woanders. Hier, komm, speichern. Da. Besser geht's nicht gerade mal. Rot war... Hier haben wir das auch geöffnet, ne? Haben wir gerade frisch geöffnet. Hier komme ich her, okay. Das heißt... Hier wurde es rot. Hm. Ach nö, ey. Das Gemeine ist, einem manchmal echt aufgezwungen wird, dass man Schaden nehmen muss, weil da Lava ist. Hi. Na? Du hältst aber eine Menge aus. Aber auch nicht ewig viel. Da ist noch Munition, die mir gerade mal ziemlich egal ist. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was die ganzen Schalter jetzt alle gemacht haben. Ach, die Seiten fahren darunter. War das durch den hier? Offenbar. Hoi. Au. Au. Wie, ich lebe noch? Nee, wollte ich gerade sagen. Können wir das da vorher ausschalten? Moment, ich habe... Habe ich noch nicht, ne? Hier. Okay, schnell rüber. Wie wär's? Nee, damit nicht. Hiermit. Ich weiß, dass du da bist. So, haben wir das auch? Sollte eventuell gehen. Ich habe sogar noch Leben über. Ich speichere nochmal. Aus Prinzip. Ihr wisst ja, wie es ist. Es sollte auch nichts verwerflich daran sein, dass man um sein Leben bangt. Und um seinen Fortschritt. Ich weiß nicht, ob ich normalerweise ohne das Let's Play auch so viel speichern würde. Vermutlich würde ich seltener dran denken. Weil, naja, dann ist der Fortschritt halt, dann spielt man das halt eben nochmal. Aber hier ist dann, dass es dadurch ja nicht unbedingt spannender wird. Ach, guck mal, hier muss ich noch den weiteren Knöppel hier.
Ich bin mal gespannt. Ein Schalter, ne? Toll. Das hat sich voll gelohnt. Ein Schalter. Ach so. Guck mal, die Mitte ist jetzt frei hier. Das ist ja nett. Bringt uns jetzt zwar auch nichts mehr, weil wir hier nichts mehr machen müssen. Aber warum nicht? Als ob ich mich beschweren wollte. Da hinten ist noch ein Kollege. Okay, die hauen sich da gegenseitig. Ja, auf die Entfernung geht's dann doch auch, aber... Ja, doch, es ging. Es war okay. Da oben ist jemand. Hi. Was will der da denn? Frechheit. Ist da noch mehr? Nee, ne? Die blaue Schlüsselkarte. Da haben wir noch nicht für gesehen, wo wir das brauchen, oder? Da hinten brauchen wir das. Okay. Konnte man das ganz kurz aufblitzen sehen. Ganz viele Imps. Ich bin der Imperator, haha. Bin ich gar nicht. Ich bin das Girl from Impanema. Die anderen Kollegen sind allerdings ein bisschen nerviger. Ne, da denkt man sich, oh, sind da nur ein paar Imps, ne? Und dann kommen die Kollegen jetzt hier und meinen es ernst. Und dann macht man noch nicht mal irgendwie Schaden. Das war gerade der schlechteste Schuss, glaube ich, den ich damit gemacht habe. Und das soll schon was heißen. So. Kaputt. 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 Kapuze. Da unten sind die Teleporter. Das heißt, falls wir reinfallen, haben wir Pech, aber auch nur begrenzt Pech. Ach so, da ist die gelbe. Hua! Hua! No! Wech du! Da ist er weg, tatsächlich. Au! Ich bin auch weg. Naja, ich habe halt keine Zeit gehabt, deswegen musste ich schnell weg. Ach so, sind wir hier schon reingebrettert? Nee, ne? Nee. Guck. Kommen sie denn mal raus hier? Kinders, kommt raus! Da sind so ein paar zumindest. Au. Nee, dann machen wir was anderes hier. Wenn das eh nichts wird. Sterben. Sterben. Hi, ich bin Sterben. Ich bin von oben. Die Treppe hoch. So, ein bisschen was habe ich eben abgeräumt. Ich weiß aber nichts. Das waren in erster Linie die harmlosen Imps. Ein bisschen ungünstig gewesen. Die teleportieren sich auch immer fleißig durch die Gegend. Das ist echt nervig. Warum hat er sich da an der Stelle hin teleportiert hat? Oder wie? Hier vorne war das so, ne? Ich weiß nicht, warum da plötzlich... Warte mal. Und Heps. Ah. Okay. Das ist ja seltsam. Seltsam mit einem Hauch von interessant. Leben ist voll, Rüstung ist auch ziemlich gut dabei. Was machen wir denn jetzt hier mal? Sowas? Die sind beide einigermaßen angeschädigt. Nicht so viel wie erhofft. Beziehungsweise bei dem Kollegen hier. Hallo, aua. Ey! Ich sollte da doch nicht so reinrennen. Aber an sich geht das, glaube ich. Wenn ich sage, hier, komm. Den kriege ich damit zumindest weg. Und es wird nicht unbedingt weniger, verdammt. Ja, das war gut. Also für meine Verhältnisse. Weil ich ganz viel Nervviecher von mir abgewandt habe. Au! Das ist die von Nervviecher. Heieiei.
Die schöne Munition leidet gerade mal, schwindet. Der wird mir direkt schwindelig. Aha, immerhin. Aber womit schießen die eigentlich? Das sind noch keine Raketen, was die haben. Das sind irgendwelche Energiepnöpel. Natürlich haben die Gegner auch immer unendlich Munition, habe ich den Eindruck. Wie kann es auch anders sein? Den haben wir auch schon mal getroffen vorher. Den auch. So, wenigstens sind die alle weg hier. Das heißt... Ah, okay, der Kopf. Aber der Kollege müsste auch gleich weg sein, oder? Der hatte doch... Genau, der hatte doch... Den haben wir doch schon ordentlich... einen reingedrückt. Mit beiden Daumen. Durch die Stirnhöhle durch. Da wurde der auch teleportiert, warte mal. Ist es eine Abkürzung? Hooray! Oh, doch nicht. Nicht so. Gut, haben wir das auch hier. Das heißt... Die Level kommen mir gerade mal nicht so wahnsinnig riesig und kompliziert vor. Woran liegt das? Woran kann das liegen? Hier ist ein Exit. Ich finde es lustig, dass man hier immer quasi runterspringen muss, als ob man dadurch dann auf eine andere Ebene kommt. 77% nur, 50% ist Secrets. Ich glaube... Level 27, wir sind schon recht weit, würde ich mal behaupten. Monster Kondo, nicht Combo. Ach nö, ne? Hi. Na, kleines Spinnchen. Neues Paar Schuhe kaufen. Beziehungsweise ein neues... Wobei, die hat nur vier Beine, das geht. Aber sonst als Spinne muss es echt blöd sein. Schuhe kaufen. Wenn du plötzlich 8 Schuhe brauchst. Ah, ist so ruhig hier. Ja, es war zu ruhig. Hi. Ich sollte nicht immer die Doppelläufige nehmen hier. Manchmal ist die einfache auch ausreichend. Ich meine, die andere hat dann noch ein bisschen mehr Wumms, aber die lädt halt so langsam nach. Und gerade wenn man nicht viel um die Ecke läuft hier, scheint es nicht der sehr sinnigste aller Wege zu sein. Ach nö, ne? Okay, jetzt ist es doch angebrachter. So. Weg mit euch. Gut, da hinten gibt es neues Leben, neue Munition. Neue Munition, nicht neue Rüstung. Das ist schon mal ganz gut. Weil es schwächelte da doch ein bisschen. Was ist hier jetzt schon wieder? Huh. Einfach nur Deko. Ach, nö, ey. Nö, ey, nö, ey. Ein Haufen Nö, ey, bitte. Ah, und weh, da ist nichts Schönes hinter als Belohnung. Mann, Mann, Mann. Kinders, was macht ihr? Ist das Stress? Stress, wobei das ging. Trotzdem war das ein bisschen blöd. Ach so, okay. Aha, hier. Habt ihr davon? Ihr könnt mich mal. Ich bin unbesiegbar. Naja, und zumindest für den Moment. Trotzdem braucht ihr verdammt viel Muni. Ach, guck mal. Aha. Zwei davon auf einen Schlag. Schön. Ach, natürlich noch mehr. Natürlich, natürlich. Brumm. Okay, da geht's endlich wieder. Oh, raus. Was war das für eine Aktion hier? Vielleicht eine, die ganz okay verlaufen ist, tatsächlich. Das, was passiert ist, war das ganz okay.
Dass sie da immer so einzelne Schüsschen von sich geben. Ist echt putzig. Nein, runter. Runter. Was will... Was wollen die jetzt hier? Schon wieder in der Wand gestorben. Habe ich die eingeladen hier, oder was? Also wenn das eine Bibliothek ist, dann weiß ich aber nicht, ob ich hier tatsächlich ein Buch sein möchte. So wie hier randaliert wird. Ha, trotzdem geht das. Wir haben den gelben Schlüssel. Wir haben einigermaßen Leben. Einigermaßen. Es geht. Ist so dunkel. Ach nö, ey. So, ach nö, ey, hör mir auf. Kein Wunder, dass es so dunkel geworden ist hier. Immer diese Hinterhalte. Dreckigen Hinterhalte hier. Einfach mal reinbolzen, wird schon irgendjemand treffen. Hat das jetzt gesessen hier? Mehr oder weniger? Ist echt dunkel, ich sehe überhaupt nichts. Okay, das öffnet hier die Gänge, okay. Aha. Das Level ist seltsam. Wollte ich mal erwähnt haben. In der Mitte ist auch noch... Da müssen wir auch nochmal hoch gleich. Was? Ein dezenter Hinweis. Wir sollen nach links, glaube ich. Vermute ich. Wahrscheinlich ist es eine Falle. Ich will jetzt mal versuchen, ob ich da in die Mitte komme. Mitte? Wahrscheinlich gehen gleich noch mehr Türen auf. Es sind zumindest Geräusche da. Wehe, hier sind jetzt unsichtbare Viecher unterwegs. Weil die würdest du jetzt noch weniger sehen, als sowieso schon. Weil alles schwarz ist. Ich würde gerne nach rechts eigentlich. Soll ich mich gegen den Willen des Spiels durchsetzen? Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Ich mache eine kleine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Doom 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.